Reisen nach Thailand. Heute schauen wir mal eure Fragen an in diesem Video. Hallo Leute, da ist wieder Mario aus dem wunderschönen Thailand. Ja, wir hatten letzte Nacht ein bisschen Regen, was sehr schön war. Tut gut, vor allem hier den Pflanzen. Aktuell das Wetter in Thailand sehr durchzogen. Einige Regionen, vor allem im Süden, haben teilweise öfters Regen, oftmals täglich. Und andere Regionen, Zentral-Thailand, kann es auch mal 1, 2, 3 Wochen nicht oder kaum regnen. Wer jetzt nach Thailand reist, sollte den Wetterbericht gut im Auge behalten, nicht, dass dann die Reise noch ins Wasser fällt. Gut, legen wir gleich los mit den Fragen aus der Community im Zusammenhang mit Einreise und Aufenthalt. Jetzt auch noch was ganz Wichtiges im Zusammenhang mit der Einreise nach dem 1. Juli. Ab dem 1. Juli fällt der Thailand-Pass weg, darüber habe ich berichtet. Und es wird neu so sein, dass man am Flughafen beim Check-in die notwendigen Dokumente vorweisen muss. Und für diejenigen, die sich nicht sicher sind, was sie benötigen, normalerweise müsste ab dem 1. Juli auf dem Flugticket oder zumindest auf der E-Mail, die man bekommt, wenn man ein Flugticket online bucht oder auch über ein Reisebüro, dann kriegst du mindestens was in Papierform. Dort sollte draufstehen, was beim Check-in verlangt wird. Das ist in der Regel immer so, dass wenn die Fluggesellschaft was verlangt, damit man einreisen kann, Impfzertifikat, Impfpass oder diejenigen, die nicht geimpft sind, einen negativen Test, dann wird das dort in der Regel auch draufstehen, weil die Fluggesellschaft will ja nicht, dass die Leute an den Flughafen kommen und dann beim Check-in abgewiesen werden. Also achtet da bitte auch drauf. Rückreise. Ich spreche sehr viel über die Einreise nach Thailand. Jetzt ist aber auch die Frage da, oder sehr viele Fragen, wie schaut es aus mit der Rückreise? Gibt es überhaupt noch irgendwelche Dinge, die man machen muss? Negativer Covid-Test oder sonst was, wenn man wieder zurück nach Europa fliegen möchte? Und nein, mir ist aktuell keine Fluggesellschaft bekannt, die ein Covid-Zertifikat verlangt oder einen negativen Test, damit man wieder nach Europa fliegen kann. Also ich spreche jetzt da von Deutschland, Österreich, Schweiz, weil das ist ja hauptsächlich das Gebiet, das ich abdecke. Und was aber nach wie vor sein kann, dass eine Fluggesellschaft vielleicht im Flugzeug noch eine Mund-Nasenschutzpflicht hat. Das ist möglich. Aber ansonsten muss man kaum Vorbereitungen treffen. Es empfiehlt sich jedoch, so mindestens 2 bis 3 Stunden vor Abflug in Bangkok am Flughafen zu sein, damit es auch keine Probleme gibt. Bangkok, also der Flughafen in Suvarnabhumi, hat übrigens auch eine Covid-Teststelle eingerichtet, schon seit etwas längerem, wo man im Notfall einen Schnelltest machen kann. Ich glaube, die Preise liegen bei ca. 100 Baht, bin aber nicht mehr ganz sicher, etwa 3 Euro. Und dann kriegt man dort auch einen Ausdruck, der bestätigt, dass man negativ ist. Also im Worst Case, wenn jetzt irgendeine Fluggesellschaft noch was verlangen sollte, man hätte die Möglichkeit am Flughafen in Bangkok noch so einen Test zu machen. Dann der Mund-Nasen-Schutz, der wird sehr oft gefragt, wie schaut es da aus? Der ist ja ab sofort nicht mehr notwendig. Draußen in geschlossenen Räumen, Einkaufszentren etc., wo halt das Einkaufszentrum oder ein Restaurant etc. das Hausrecht hat, dort können die weiterhin das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verlangen. Und jetzt gibt es eine sehr interessante Umfrage, und zwar hat, nachdem jetzt die Mund-Nasen-Schutzpflicht in Thailand gefallen ist, hat man mal die Thais befragt, wie viele das dann nach wie vor in Thailand eine Maske tragen. Und es sind ca. 70% plus minus. Und das widerspiegelt sich auch, wenn man unterwegs ist in Thailand. Ich denke, das ist eine Zahl, die man ernst nehmen kann. Etwa 70% der Thais werden nach wie vor, auch nach der Mund-Nasen-Schutzpflicht, eine Maske bzw. einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Dann haben wir noch eine Frage von Hassan. Er fragt, was ist, wenn meine dritte Impfung abgelaufen ist? Kann mir die Frage jemand beantworten? Liebe Grüße aus Wien. Ja, also die Impfung selber, ob du jetzt 2 Impfungen, 3, 4 oder 5 hast, also Impfungen plus Booster, spielt keine Rolle. Thailand verlangt einfach mindestens 2. Wenn die abgelaufen sind, spielt auch keine Rolle. Ich glaube, meine sind mittlerweile auch abgelaufen.
Ja, ziemlich alle sind abgelaufen, die nicht geboostert haben, wenn sie da zu Beginn, als die Impfstoffe rauskamen, sich impfen ließen. Und auf das achten sie gar nicht. Also normalerweise einfach zwei Impfungen und Johnson & Johnson eine. Das sind die Thailand anerkannt, also die meisten bekannten Impfstoffe, wie auch in Europa. Und wenn du das nachweisen kannst, dass du mal zweimal geimpft hast oder mit Johnson & Johnson einmal, dann reicht das auch. Auch wenn das jetzt schon 2 Jahre zurückliegt. Da gibt es noch keine Anpassung oder irgendwas, wo sie sagen, dass die Impfung aktuell sein muss. Dann haben wir eine weitere Frage, und zwar die ist von Nico. Zählt ein genesener Nachweis generell gar nicht? Ja, das ist eine Frage, die kann ich nicht mehr mit Sicherheit beantworten. Es war mal so, dass man mit dem genesenen Zertifikat vom Arzt einreisen konnte und eigentlich relativ easy viele Regeln umgehen konnte. Jedoch hat sich das geändert. Genesenen Zertifikate etc. werden kaum noch akzeptiert oder anerkannt, weil es gibt ja jetzt einfach die Möglichkeit für die, die nicht vollständig geimpft sind oder halt genesen sind, einen Covid-Test zu machen, und wenn dieser negativ sein sollte, wenn dieser positiv sein sollte, dann müsste man vom Arzt ein genesenen Zertifikat holen, nachträglich, damit man halt ins Flugzeug kann. So ist der Ablauf. Aber ob die das anerkennen, ist relativ schwierig zu sagen, weil es gab in den letzten Monaten auch immer mal wieder Leute, die abgewiesen wurden, trotz dem genesenen Zertifikat vom Arzt. Also ich kann hier abschließend nicht sagen, was gilt. Ich würde auf safe gehen, entweder vollständig geimpft oder dann nicht geimpft, negativer Covid-Test und alles zwischendrin. Ja, auf gut Glück, da muss man halt bei der Fluggesellschaft anfragen. Dann Jeffrey fragt noch den Schnelltest bzw. das Dokument, das man dann vorweisen muss beim Check-in, muss das auf Englisch sein? Das kann ich auch noch nicht beantworten, weil in der Vergangenheit war es ja so, dass man diese Dokumente in Thailand vorzeigen musste, die man bei Thailand Pass hochgeladen hat. Jedoch, da man jetzt neuerdings ja einfach beim Check-in das vorweisen muss und danach nicht mehr, also in Thailand wird das nicht mehr verlangt, wenn man eingereist ist, also wenn man in Thailand angekommen ist am Flughafen, dann ist ab dem 1. Juli, gibt es da keine weiteren Maßnahmen mehr. Da kann man sich wieder komplett frei bewegen wie davor. Also es ist wahrscheinlich nicht mehr so, dass ab dem 1. Juli das Dokument auf Englisch sein muss. Es wird wahrscheinlich auch auf Deutsch gehen, wenn man ja in Deutschland beim Schalter einchecken tut, weil die können ja dann Deutsch lesen dort. Aber auch da muss ich noch abwarten, bis die ersten Erfahrungsberichte dann kommen. Okay, dann würde ich noch gerne was sagen zu Visum und Aufenthalt. Und da gibt es auch was, wo man vorsichtig sein muss. Die meisten von euch, vor allem die Touristen, die reisen ein mit einer ganz normalen visafreien Einreise. Das heißt, sie fliegen nach Thailand und können 30 Tage bleiben. Vielleicht wird das sogar noch auf 45 verlängert, die nächsten Monate. Und dann kann man in Thailand bei der Immigration seinen Aufenthalt noch um weitere 30 Tage verlängern. Jetzt gibt es aber Leute unter euch, die beantragen ein Visum. Ob Touristenvisum oder vielleicht auch Non-Immigrant-Visum für Langzeitaufenthalt. Diejenigen müssen ja seit geraumer Zeit bei E-Visa ihre Dokumente hochladen und können dann dort ein elektronisches Visum für Thailand beantragen. Wenn jetzt aber noch Leute unter euch sind, die jetzt nicht geimpft sind, und ihr habt es gehört in den letzten Videos, für Nicht-Geimpfte gilt nach wie vor einen Impfnachweis, was ja eigentlich, also nicht einen Impfnachweis, einen Covid-Nachweis, ob man positiv oder negativ ist. Also die wollen ja einen negativen Nachweis. Und die Gefahr besteht halt nach wie vor, und dies nicht zu unterschätzen, dass ihr E-Visa macht, langes Prozedere für ein Non-Immigrant-Visum, dann habt ihr dieses Visum, dann Flug habt ihr ja bereits gebucht, den braucht ihr fürs Visum, dann geht ihr an den Flughafen und innerhalb von 72 Stunden oder beziehungsweise bevor ihr zum Flughafen geht, innerhalb von 72 Stunden vor Abflug ist euer Covid-Test positiv. Wenn das der Fall sein sollte,
dann könnt ihr ja nicht fliegen. Und somit werdet ihr wahrscheinlich auch das Problem haben, dass euer Visa verfällt. Außer das hat einen längeren Zeitraum und ihr fliegt dann gleich 2 Wochen später wieder nach Thailand, sobald der Covid-Test negativ ist. Einfach hier, denkt daran, ich habe es im letzten Video gesagt, für diejenigen, die nicht geimpft sind, für Geimpfte ist absolut kein Problem, da kann nichts schief gehen, aber für Nicht-Geimpfte würde ich nach wie vor eine Versicherung abschließen, falls dieser Fall eintreffen tut. Einfach so am Rande. Weil es gibt Leute, die hatten noch vor Abflug einen positiven Test, konnten nicht fliegen und als sie dann ihren Flug um etwa einen Monat verschoben haben, haben sie festgestellt, dass ihr Visum gar nicht mehr gültig ist. Also das Visum hat ja eine gewisse Zeitspanne, wo man einreisen darf, ist in der Regel eine lange Zeitspanne. Aber wenn du das Visum irgendwie 3 Monate vor Abflug bereits beantragen tust, über E-Visa, und dann mehr oder weniger in den letzten 2 Wochen willst fliegen, dann kannst du nicht und dann kannst du erst einen Monat später, dann ist natürlich auch das Visum weg. Und dann beginnst du halt mit dem Prozedere nochmals von vorne. Dann fragt Monika noch, wo kann man in Deutschland oder Österreich Bad kaufen? Ja, in der Regel kann man es bei der Bank bestellen, das sollte möglich sein. Aber ich empfehle nicht, in Europa Bad zu kaufen. Die Wechselkurse sind schlecht. Das Beste, was man machen kann, ist, wenn man über Bangkok einreisen tut, dann gibt es die Möglichkeit, runterzugehen. Also sobald man angekommen ist, ist Terminal, also Level 2 im Airport zu Wanapum, dann geht man ganz runter zur Metro, dort wo die Metro fährt. Und dort hat es Wechselstuben mit sehr guten Wechselkurse. Wenn man oben im Level 2 wechselt, wo man ankommt, hat man einen sehr, sehr schlechten Kurs, aber teilweise immer noch besser als in Deutschland. Aber ich empfehle nicht, in Deutschland zu wechseln. Das kann man in Thailand machen, wenn man ankommt. Auch in Phuket oder wo auch immer. Nehmt ein paar größere Euroscheine mit. Also ich würde sagen, 100 Euroscheine sind gut. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt vorhabt, 500 Euro in Thai-Bad zu wechseln, nehmt 5x 100 Euro Scheine mit und wechselt die in Thailand am Flughafen oder bei einer Wechselstube. Und die, die in Bangkok oder nach Bangkok reisen, zuerst, wie gesagt, ganz unten bei der Metro, gute Wechselkurse. Auch noch eine gute Frage von Harris. Und er sagt, er hat ein Retirement Aufenthaltsgenehmigung für Thailand, die er jedes Jahr verlängert, und hat eine Re-Entry Permit, also das heißt, er verlässt Thailand, geht kurz für einen Besuch oder so wahrscheinlich nach Europa und kommt nachher wieder zurück. Und seine Frage ist, braucht er einen Weiter- oder einen Rückflug zu buchen? Es ist ja so, beim ganz normalen Touristen- oder Touristenvisum muss man ja, wenn man nach Thailand reisen möchte, auch einen Rückflug buchen. Ansonsten wird einem das Visum in der Regel nicht ausgestellt, weil die wollen sehen, dass jemand nach Thailand reist und dann auch Thailand wieder verlässt, wenn er mit einem Touristenvisum kommt. Weiterflug geht natürlich auch. Und bei einem Non-Immigrant-Visum oder Aufenthaltsgenehmigung ist das nicht der Fall. Da kann man einen One-Way-Flug buchen, weil man ja dann in Thailand bleiben wird, ist ein Langzeitvisum. Oder ihr habt eine Aufenthaltsgenehmigung. Nichtsdestotrotz, die Fluggesellschaft weiß das oftmals nicht. Also es ist gut möglich, und das habe ich auch schon erlebt, dass du an den Schalter gehst, am Flughafen, nach Thailand fliegen willst und die Dame oder der Herr dort sagt, ja, aber sie haben ja gar kein Rückflugticket. Und dann sagst du, ja, aber ich lebe in Thailand. Ja, aber sie brauchen ein Rückflugticket, das steht bei uns im System drin. Und dann gibt es halt schon mal den ersten Zoff dort am Flughafen. Und ja, deshalb, das ist eine Frage, die kann euch nur die Fluggesellschaft beantworten. Grundsätzlich ist es kein Problem, es sollte gehen. Bei mir, sagen wir es mal so, 8 von 10 Mal war es kein Problem. 2 Mal hatte ich ein Problem. Also einmal in der Schweiz am Flughafen. Das konnte ich dann regeln, mündlich. Die hatten einfach nach etwa 5 Minuten Diskussion gesagt, okay, kein Problem, ist so, sie können fliegen. Das zweite Mal war in Sri Lanka.
am Flughafen und dort konnte ich nicht fliegen. Also die hat mich nicht ins Flugzeug gelassen und ich war stinkesauer. Haufen Kohle verloren, Flug verpasst, alles und musste dann noch einen anderen Flug buchen. Also ich war zweimal in Sri Lanka und ich hatte zweimal in Sri Lanka am Flughafen Probleme mit meinem Non-Immigrant, als ich nach Thailand fliegen wollte. Zweimal. Einmal hat mir sogar noch ein Typ dort geholfen, damit ich noch ins Flugzeug konnte und darüber habe ich auch mal ein Video gemacht. Also ja, Non-Immigrant, Aufenthaltsgenehmigung und so, ja, muss man am besten mit der Fluggesellschaft schauen, mal anrufen und fragen und dann halt dort ein Ja oder Nein abholen. Sonst bucht man kurz über One2Go, da habe ich auch einen Link in der Videobeschreibung. Da kannst du günstige Tickets buchen, auch von Thailand schnell ins Nachbarsland, einfach ein Anschlussticket für irgendwie 30 Euro oder so, dann hat sich das auch erledigt. Okay, das Video wurde schon wieder etwas länger als geplant. Ich werde auch im nächsten Video gerne wieder Fragen beantworten, wenn es welche gibt, schreibt sie unten in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn du magst. Gute Reise, wenn es dann nach Thailand geht. Bis dann, Grüße aus Thailand.